Diese Nachricht ist gestern eingeschlagen wie eine Bombe. Es ist ein neuer Fall von Kinderpornografie, der entsetzt. Dieses Mal in Bergisch Gladbach. Tausende Fotos und Videos mit kinderpornografischem Material. Im Kölner Polizeipräsidium arbeiten Ermittler, um Kinder zu retten, die Täter zu bestrafen. Entdeckt wurde ein Kindesmissbrauchsnetzwerk, das sich über ganz Deutschland erstreckt. Der oder die Täter haben das Material wohl selbst produziert mit den eigenen Kindern. Das jüngste missbrauchte Kind soll noch im Babyalter sein. Der Ton ist definitiv schlimmer als das Bild, weil die Töne, die Geräusche, dieses Schreien, das bleibt, oder das Weinen auch, das bleibt tatsächlich hängen. Ich glaube, dem Opfer wird eine Stimme gegeben in dem Moment. Und das ist das Problem. Mit der Stimme lässt man dieses Opfer an sich heran und das ist bei dem Visuellen eher nicht so. Wir als Auswärter schauen uns ja tausende Fotos und Videos im Monat an, manchmal auch an einem Tag. Schwerpunktmäßig werten wir aus, wie der Name schon sagt, und bedeutet für uns, die Asservate, die bei den Durchsuchungen sichergestellt werden, die gucken wir uns alle an. Chats vor allem und Bilder und Videos. Und geben dann die Spuren, die sich daraus ergeben, dann weiter an die Ermittlung. Hi Eva. Hallo Eva. Ich habe hier noch die letzte Fallakte. Da haben wir jetzt alle Chats durchsucht und alle Hinweise zum Opfer und zu dem Täter gefunden. Haben wir da Ermittlungsansätze? Wie schätzt du das ein? Kriegen wir den gut identifiziert? Ja, ich denke schon. Das war dann ja auch die Besonderheit, dass wir bei unserem Täter aus Bergisch Gladbach sehr umfangreiche Chats gefunden haben. Wir hatten da nämlich ganz viele Hinweise auf weitere Täter, die ihre eigenen Kinder missbrauchen. Oder die Nichte oder den Neffen. Es waren aber sehr, sehr, sehr viele Täter. Sodass wir da natürlich überlegen mussten, wie stellen wir das eigentlich an. Es war der 31. Oktober 2019, als ich zum ersten Mal von diesem Fall erfahren habe. Ich hatte bis dato noch nicht mit Kindesmissbrauch zu tun. Die ersten drei Wochen, die waren sicherlich gravierend hart. Das habe ich in dieser Intensität selbst bei Terrorlagen noch nicht gehabt, weil es immer weiter ging. Wir haben am Tag 3, 4 Täter identifizieren können, wo wir dann Kinder befreit haben, wo wir Täter festgenommen haben. Das ging Schlag auf Schlag. Und dann lebst du eigentlich nur noch in der Einsatzlage und fährst nur zum Schlafen nach Hause. Wir mussten uns was ausdenken, was überlegen. Es ist etwas Außergewöhnliches, was dort bearbeitet werden muss, was mit der normalen Polizeiorganisation nicht abgearbeitet werden kann, weil wir damit nicht schnell genug sind, nicht effektiv genug sind. Dann bilden wir bei besonderen Lagen eine besondere Aufbauorganisation, wie wir es hier in dem Fall der BO Berg haben. Wir als Polizei Köln haben die Einsatzführung für ganz Nordrhein-Westfalen. Wir waren in der Spitze über 350 Ermittlerinnen und Ermittler. Das hat es in der Vergangenheit, zumindest solange ich bei der Polizei bin, noch nicht gegeben.
Ich habe in meinen Leitlinien festgelegt, wir legen als oberste Maxime an, wir befreien Kinder. Man sieht das, was der Beschuldigte auf seiner Festplatte hat. Und das ist leider immer ein Überraschungspaket. Viele haben vielleicht das eine Bild oder das eine Video, was vielleicht, wo vielleicht ein Mädchen posiert oder so. Es gibt aber auch Täter, die haben die Festplatte voll mit hartem Material, mit schreienden Kindern. Wo man dann auch bei der Auswertung an seine Grenzen gerät. Das ist ein 30-sekündiges Video. Da sieht man, wie eine erwachsene männliche Person offensichtlich auf dem Bett sitzt, untenrum entkleidet, nackt. Und das circa dreijährige Kind, in dem Fall bekleidet hier, spielt dann mit den Händen an seinem Nackenpenis herum. Und man sieht das Gesicht ein bisschen, man sieht den Schnuller, den hat sie noch im Mund. Er versucht, den Schnuller ihr aus dem Mund zu nehmen, aber das möchte sie nicht. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Alles, was es an sexuellen Praktiken gibt auf der Welt, wird und kann mit Kindern gemacht werden. Kinder von 0 bis zum Erwachsenenalter. Da gibt es keine Grenzen. Wir versuchen natürlich, unseren Tätern auf die Schliche zu kommen. Und da die Chance zu bekommen, Kinder aus solchen Situationen rauszuholen, das war für mich die Herausforderung, wo ich gesagt habe, ja, da mache ich mit, da mache ich gerne mit. Hier ist es Puzzlearbeit. Hier identifizieren wir Leute, die alles tun, um nicht identifiziert zu werden, aber zum Ausleben ihrer Fantasien doch immer an irgendeiner Stelle aus der Deckung kommen müssen. Wir hatten Hinweise auf einen Täter, der angab, in Chats auch recht umfangreich, dass der seine eigenen leiblichen Kinder schwer sexuell missbraucht. Und zwar hat er einen kleinen Sohn und eine etwas ältere Tochter. In diesem Zeitpunkt haben wir überhaupt keine Möglichkeit, diesen Menschen zu klassifizieren. Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Ist der 20 Jahre alt? Ist der 60 Jahre alt? Alle diese Dinge wissen wir nicht. Wir arbeiten mit Fakten, die sich aus Hand von bestimmten Dateien, Chatverläufen, Bildern oder sonstiges ergeben. So, und das ist alles, was wir zu gewissen Zeitpunkten haben. Und das führt uns zu einem Täter, der mit Sicherheit triebgesteuert ist, ja, aber mehr wissen wir auch nicht. Alle Chatinhalte, die wir dazu zusammentragen konnten, haben leider nicht für eine Identifizierung ausgereicht. Also wir haben den echt leider nicht bekommen. Wir hatten aber das Glück, dass wir Videodateien festgestellt haben. Also wir wussten, wie die Tochter aussieht und wir wussten auch, wie ihr kleiner Bruder aussieht. Die Täter, die wollen sich auch irgendwann treffen oder klären auch erstmal ab, wie weit man auseinander wohnt. Und wir wussten, wann er im Urlaub war. Er sprach davon, dass Sommerferien waren.
Das Mädchen ist mit 8 Jahren schulpflichtig. Wir haben uns dann für jedes Bundesland die Sommerferien angeguckt. Die beiden Bundesländer, die wir da näher in unseren Fokus erstmal nehmen konnten, waren einmal Bayern und Baden-Württemberg. Und da haben wir das Instrument der sogenannten Schulfahndung. Sprich, wir haben die Möglichkeit, an Schulen heranzutreten, den Bilder von Opfern zu zeigen, mit der Fragestellung, kennt irgendein Lehrer dieses abgebildete Kind? Das ist ein sehr aufwendiges Mittel, diese Schulfahndung. Da kommen tatsächlich pro Bundesland mehrere tausend Schulen in Betracht. Und dementsprechend muss man da tatsächlich noch immer ein paar Wochen abwarten, bis das zum Erfolg führt. Insofern hatte sich das dann etwas über einen Monat hingezogen, bis wir dann unseren entscheidenden Treffer bekommen haben. Da war dann das Mädchen eindeutig wiedererkannt worden von einer Lehrerin. Und durch unsere Ermittlungen konnten dann auch tatsächlich die entscheidenden Beweise angeliefert werden, die dann auch zur erfolgreichen Verurteilung des Vaters beigetragen haben. Und das Gericht hat zudem noch die Sicherungsverwahrung angeordnet. Sprich, wenn es dabei bleibt, wird der Täter für immer im Gefängnis bleiben und nicht mehr entlassen werden. Das sind die Momente, wo man sagen kann, ich mache das gerne hier. Das klingt immer so verrückt, wenn ich sage, ich bearbeite gerne Kinderpornografie oder ich bearbeite gerne den Bereich Kinderpornografie. Aber genau solche Erfolge oder dann eben auch die Strafen, die die Täter bekommen, letztendlich vor Gericht, das ist das, wo ich dann sagen kann, dafür mache ich das hier. Und dafür mache ich das auch gerne und komme jeden Tag gerne zur Arbeit. Es wird immer größer, immer entsetzlicher. 6 Tatverdächtige und 9 mutmaßliche Opfer. 8 Festnahmen gibt es mittlerweile rund um den Fall von sexuellem Missbrauch in Bergisch Gladbach. 17 identifiziert. Inzwischen sprechen Ermittler bereits von 20 Beschuldigten. Gegen 34 Beschuldigte wird ermittelt. Die Zahl der Tatverdächtigen hat sich auf 38 erhöht. Das schlagartige Eindringen heißt für uns, wir gehen schnell vor. Wenn sich die Person wehrt, wird der möglicherweise auch verletzt werden. Ich möchte das nicht ausschließen. Das ist aber natürlich nicht unser Ziel. Gilt für alle Kräfte in diesem Einsatz. Ist er nicht zu Hause, werden wir natürlich nicht irgendwas zerstören, was keinen Sinn macht. Wo keiner drin ist, wird kein offenes Sehen sein. Wir bereiten uns ja gerade vor auf einen größeren Einsatz, auch für unsere Verhältnisse größeren Einsatz. Was haben wir vor? Wir werden in einer bundesweiten Aktion, und immerhin sind wir da in 10 Ländern des Bundes unterwegs, circa 70 Objekte gleichzeitig angehen, über 70 Beschuldigte gleichzeitig angehen. Das ist natürlich ein ganz erhöhter Koordinationsaufwand. Und da müssen wir uns mit den Dienststellen, mit den Ländern, die wir jetzt an diesem Einsatz beteiligen, natürlich en Detail abstimmen, damit am Einsatztag dann auch wirklich alles rund läuft. Okay. Wir haben heute um die 1000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in ganz Deutschland im Einsatz, um diese Durchsuchung durchführen zu können. Alles unter dem Stichwort, der Einsatz soll nicht bekannt werden, er muss geheim geplant werden. Bitte Info an SEK, die mögen sich jetzt in Bewegung setzen. Die wichtigste Motivation ist eigentlich die Jagd an sich nach diesen Tätertypen. Diese Tätertypen hinter Gitter zu bringen. Dieser Moment, wenn man rausfährt, das ist dann schon eher noch so ein Polizeigefühl, ein gewisses. Man hat ja diesen Polizeiberuf ergriffen, um Streife zu fahren, um Täter zu fangen und eigentlich nicht, um vor dem Bildschirm zu sitzen und auszuwerten. Und wenn man dann rausfährt mit Weste, mit Waffe, mit Blaulicht, dann hat das mehr diesen Polizeieffekt. Dann ist auch wieder so eine gewisse Spannung in der Luft.
Wir gehen also sofort mit einer Hydraulik rein und dann hoch und mit einer Ramme in die Wohnung. Also das ist ein Funkmast, das ist einer und das ist einer. Und das, und das ist die Anschrift. Genau, dass du daran denkst, frühzeitig Bescheid zu sagen, damit du dich auf den Weg machen kannst. Mehr geht nicht. Ne? Man sitzt hier im Führungsstab, hat die Dinge vorgeplant, dann agieren Leute draußen an einer Örtlichkeit, man sieht nichts und muss die Dinge dann zwangsläufig natürlich irgendwann aus der Hand geben. Geht los jetzt, Zugriff. Sagst du dem Jurist Bescheid? Ich rufe an. Und wartet dann natürlich auf die Nachricht, ja, wir haben den Beschuldigten angetroffen, ja, wir haben das Kind angetroffen, ja, wir haben die Dinge gefunden, die wir da gesucht haben. Nur T-Shirt zerrissen, ja, sonst nichts. Wir möchten den Täter am offenen Handy, am offenen Computer haben. Rechner ist auf, Stick steckt. Bei der heutigen Technik ist es schon nicht immer Standard, dass ich irgendein Gerät aus einem gesperrten Zustand wieder aktivieren kann, wenn ich die Zugangsdaten nicht habe. Und von daher ist uns schon sehr daran gelegen, dass wir den Täter an diesen sogenannten offenen Geräten antreffen. Rechner ist offen, Stick ist drin. Ihr geht's gut. Ihn mussten Sie etwas unsanft festnehmen, weil er sonst die Tür wieder zugemacht hätte, die Wohnungstür. Weiteres folgt und die kriegen jetzt uns durch. Ihr geht's auf jeden Fall gut. Also, ihr seid rein, unten, erstmal ins Haus, mit Suche gesprochen. Bei solchen Einsätzen unterstütze ich praktisch die Durchsuchung an sich. Also ich durchsuche die ganzen Räume nach Datenträgern oder nach anderem Beweismaterial. Das hatten wir nicht selten, dass auch vielleicht ein Staatsanwalt diese Durchsuchung begleitet hat und der Staatsanwalt auch direkt während der Durchsuchung eine Entscheidung fällen wollte, geht der Täter jetzt in Haft oder nicht. Und da ist es wirklich sehr wichtig, dass man möglichst schnell so ein Gerät sichert, auswertet und möglichst schnell auch schon fürs Strafverfahren gewisse Bilder, Videos oder Chatpassagen hat, die für einen Haftgrund viel wert sind. Die Täter, kann man sagen, ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Also wir haben alles dabei. Also beruflich von Soldat, Arzt, alles. Alles, was man sich vorstellen kann. Verheiratet, zwei Kinder, Reihenhaus, gepflegter Vorgarten. Beide Eltern, angesehene Berufe. Da fragt man sich dann schon. Und in der Familie gibt es diese Umstände, das überrascht dann sehr. Wir stehen jetzt mittlerweile bei über 400 identifizierten Tätern, die wir haben. Das sind tatsächlich auch alles Männer. So, ist nämlich nicht viel. Je mehr man sucht, desto mehr findet man. Also wenn wir jetzt bei einem Tatverdächtigen Hinweise auf einen zweiten bekommen, dann durchsuchen wir da, stellen riesige Mengen an Datenträger sicher. Und da fangen wir wieder von vorne an und wir finden da wieder neue Beziehungen, neue andere Tatverdächtige oder andere geschädigte Kinder und setzen dann da auch mit Priorität wieder an, um die Kinder rauszuholen. 1-1, 11-1-1, jeweils Festplatten. Dann habe ich eine 15-1-3, auch eine CD, die 3-2, eine Speicherkarte. Ja. Das zeigt erstmal ein circa 6-jähriges Kind. Und dann kann man erkennen, wie der Mann dann auf dem Bett liegt und das Kind vor ihm hockt zwischen den gespreizten Beinen und mit den Händen an dem Penis manipuliert und auch die Penisspitze in den Mund nimmt. Alles das, was Sie hier sehen, beinhaltet nur den Bereich Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs zum Nachteil Kindern oder Jugendlichen
oder halt natürlich Verbreitung und Besitz Kinderpornografie. Es sind Massen. Die hätte ich mir so vorher nie vorgestellt. Manche sagen, man wird davon erschlagen, denn diese eklatante Masse an Terabytes ist unvorstellbar gewesen für mich vorher. Es sind zum einen natürlich Datenträger, weil die sind in diesem Bereich das klassische Beweismaterial. Und dann natürlich Sachen, die darauf hindeuten, dass der Beschuldigte oder die Beschuldigte mit Kindern zu tun haben, wie beispielsweise Kinderkleidung. Ähnlich ist es wie mit Sexspielzeug beispielsweise. Auch das ist ein Indiz oder kann ein Beweismittel werden und wird deswegen auch erstmal mitgenommen. Die Wäsche ist in der Hinsicht erklärungsbedürftig, weil man sich die Frage stellen muss, was hat ein Mensch, männlich, der alleine lebt, keine Kinder hat, damit vor? Somit den größten Chat, den wir hatten, der umfasst 29.000 Seiten Papier. Und ja, hilft dann nur lesen, lesen, lesen. Ja, einen Täter ermitteln anhand der Dinge, die wir vorliegen haben. So. Und wir kennen Mickey Mouse 1, 2, 3 und mehr nicht. Die Szene an sich ist ja schon misstrauisch. Die haben auch immer Angst, dass die mit der Polizei in Kontakt treten. Insofern werden auch Bilder immer eingefordert. Wenn denen jetzt gerade vielleicht kein entsprechendes Material zur Verfügung steht, denken die sich, ach, dann schreibe ich mal, was ich so den Tag erlebt habe, senden mir mal ein paar Bilder, damit ich aus der Gruppe nicht rausfliege. Da hat man sich über das Wetter ausgetauscht und es war ein schöner, sonniger Tag und der Himmel hat ihm gefallen und deswegen hat er da mal eben eine Aufnahme gemacht und die auch in diesem Chat eingestellt. Das war erstmal nur ein Foto von einer Landschaftsaufnahme, wo man bei genauerer Betrachtung eine Wiese gesehen hat und dann ein Stück weit vermuten konnte, dass sich dahinter vielleicht so eine Art Ufer befindet, wo ein Fluss lang fließt. Und dann waren da recht viele Bäume und so rechts in der Ecke war ein Kirchturm erkennbar. Und ja, unseren Ermittlern hat das keine Ruhe gelassen. Die sind dann tatsächlich hergegangen und haben dann Satellitenaufnahmen aufgerufen. Und haben dann die Flüsse aus der Vogelperspektive heraus im Grunde genommen abgesucht. Ob die tatsächlich irgendeine Örtlichkeit feststellen, die über diese Merkmale verfügt. So wussten wir dann zumindest schon mal, aus welcher Stadt dieser Täter stammen könnte. Wir hatten sogar noch zusätzlich ein Foto, wo er angab, dass das ein Bild aus seiner Wohnung heraus ist. Es war offensichtlich aus einem Mehrfamilienhaus aufgenommen worden, was höher, und ist in einen Garten hereinfotografiert worden. Und die Kollegen haben da wirklich alles dran gesetzt und sind da die Umgebung abgelaufen und haben tatsächlich dieses Haus feststellen können, aus dem heraus diese Bilder aufgenommen wurden. Es war ein Mehrfamilienhaus und dann wussten wir, einer von denen muss es ja sein.
Wir wussten aus dem Chat zum Beispiel auch, was für eine Biersorte diese Person gerne trinkt oder was für Zigaretten er raucht. Und konnten dann einen dieser Bewohner festmachen, auf den alle Kriterien zutrafen. Da hatten wir den Tatvorwurf Besitz und Verbreitung kinderpornografischer Schriften. Und ja, Verfahren ist eingestellt worden. Der muss aber eine Therapie machen, hat der Richter gesagt. Als ich das erste Mal Kinderpornografie gesehen habe, hat mich das relativ erschlagen in der Gesamtbreite. Weil man sich das vorher, bevor man diesen Job angetreten ist, erstmal nur vorgestellt hat. Und dann hatte man plötzlich dieses Bild wirklich vor Augen. Einem schießt verdammt viel durch den Kopf in diesem Moment. Man möchte diesen Täter jetzt an den Kragen und ihn wirklich bekommen. Die Täter, die sehen ihre Opfer als Sexualpartner an. Und die haben überhaupt nicht das Gefühl, dass das ein Missbrauch ist, den die gerade begehen. Die Kinder, die werden eigentlich von früh auf konditioniert, sexualisiert, die wachsen so auf. Und die Kinder haben wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Alter gar nicht das Gefühl, dass das, was der Papa da mit denen macht, falsch ist. Das kleine Mädchen legt sich direkt bereit aufs Bett, bereit in Form von... Sie positioniert ihr Gesäß zu dem Mann und spreizt ihre Beine. In diesem Fall würden wir sagen, das Mädchen weiß, was auf sie zukommt. Das ist nicht das erste Mal. Berührend fand ich, als wir dann mit einer Mutter zusammen ein geschädigtes Kind vernommen haben, wo wir auf Video hatten, dass der Vater es brutalst missbraucht und vergewaltigt hatte, wo das Kind dann dem vernehmenden Beamten gesagt hat, wo ist der Papa, wo ist der Papa, ich will zum Papa. Die versuchen auch die Kinder sehr früh an diese sexuellen Handlungen zu gewöhnen, die für sich selbst zu sexualisieren. Ja, die nennt es immer Erziehen. Die steigen dann tatsächlich mit dem Tag der Geburt und auch schon vorher mit ein, wie man diese Kinder erziehen kann, dass die diese sexuellen Handlungen über sich ergehen lassen. Was ich auch sehr erschreckend fand, war, dass die Täter schon, als sie auf der Suche nach einer Partnerin sind, immer schon diesen Gedanken haben, ich muss mit dieser Frau irgendwann ein Kind zeugen, damit ich dieses Kind missbrauchen kann. In einem Fall ist er tatsächlich auch recht schnell die Ehe kaputt gegangen. Man hat sich scheiden lassen, hatte dann das gemeinsame Sorgerecht für das Kind. Ist immer aus Sicht eines Täters super. Der ist alleine mit seinem Opfer und hatte dann die Möglichkeit, alles mit dem Kind zu machen, was er wollte. Die Sachen, die ich hier habe, unterscheiden sich nicht von dem, die andere Menschen zu Hause haben. Es ist nicht so etwas Abartiges dabei. Es sind zwar Sexartikel dabei, aber die haben andere Menschen auch zu Hause. Die werden halt hier nur zu einem widerlichen Zweck missbraucht.
wenn ich dann sehe, dass beispielsweise ein 16 cm langer Doppeldildo vorbeigebracht wird und ich weiß, dass er im Zusammenhang mit kinderpornografischen bzw. mit sexuellem Missbrauch in Verbindung steht, dann schlucke ich schon beispielsweise. Aktuell gelingt es mir, eine gewisse Distanz zur Arbeit zu halten, weil ich keinen persönlichen Bezug zu Kindern habe. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass, wenn ich selber mal Kinder habe, dass ich das dann nicht mehr trennen kann. Ich glaube dann, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und dann meine kleinen Kinder zu Hause habe, dass ich dann vielleicht mich doch an diese Bilder erinnere und dass das mir dann psychisch vielleicht doch zu schaffen machen könnte. Und ich kann mir vorstellen, dass das Moment sein könnte, wo ich diese Arbeit dann niederlege. Ich kann das nicht alles hier im Büro lassen tatsächlich, da würde ich lügen. Ich kann nicht die Bürotür abschließen und sagen, ich habe das jetzt heute Abend nicht mehr im Kopf. Das passiert ab und zu schon. Ich darf keine Details erzählen, Namen etc., selbstverständlich. Aber wie ich mich dabei fühle, was in mir vorgeht, wenn ich sowas sehe, darüber rede ich mit der Familie selbstverständlich und mit Freunden. Das ist, glaube ich, manchmal für die Familie und die Freunde noch schwerer als für mich. Also ich versuche dann im gleichen Moment Rücksicht darauf zu nehmen, dass ich die anderen nicht so sehr schocke, obwohl ich mich gerade irgendwie öffnen möchte. Für mich ausschlaggebend war immer, dass ich gesagt habe, ich lasse mir von diesen Tätern nicht mein Leben kaputt machen oder bestimmen. Und damit bin ich tatsächlich bis heute ganz gut gefahren. Ne? Ohne schlaflose Nächte oder Bauchschmerzen. Für mich ist die identifizierten Leute, das ist Abarbeiten auf gewohnte Umstände. Ja. Und die Herausforderung, die besteht in den Tagen. Mit nach Hause nimmt man den Gedanken, habe ich für heute alles gemacht, was zu machen war. Mit nimmt man den Gedanken, habe ich möglicherweise versäumt, heute ein Kind da rauszuholen. Und mitgenommen habe ich auch den Gedanken, dass es doch erheblich öfter vorkommt, dass Kinder missbraucht werden, als man ohne den Bezug zu dieser Arbeit sonst gedacht hätte. Aufgaben verschwinden werden. Man sollte mal fairerweise warten, bis Eva dann da ist. Ich merkte schon in den ersten Gesprächen, dass hier äußerst brutale Dinge zu sehen sind und die abgearbeitet werden müssen, die auch erfahrene Ermittler schon angegriffen hatten und auch sehr emotional mir vorgetragen wurden. Und das war für mich die Entscheidung, wir müssen jetzt Fachleute ran haben. In diesem Einsatzabschnitt stehen wir in engem Kontakt mit externen Psychologen. Wir haben aber auch polizeiinterne Psychologen dabei. Und die haben dann mir da Konzepte entwickelt, was man machen kann. Die haben mir aber auch schon relativ frühzeitig aufgezeigt, es wird aber bei allem Bemühen nie ausgeschlossen sein, dass doch der eine oder andere mit der Situation nicht fertig wird und dann erkrankt. Was sich leider Gottes dann auch bestätigt hat. Die Hauptthemen in der WHO sind das Wissen, dass ein Kind irgendwo leidet, ich aber jetzt auch nicht schneller arbeiten kann, als ich schon tue. Das ist ein Thema. Ein Thema ist der große Druck, keine Fehler machen zu dürfen, bloß nichts Wichtiges zu übersehen. In diesem Druck stehen die und müssen darin arbeiten. Nein, komm rein, kannst dich da hinsetzen. Gerade wenn man auswertet, dann gibt es halt konstant auch Belastungen. Ah, okay. Ja, genau. Okay. Und wenn du jetzt auf einer, ich mal kurz hier eine Skala von 0 bis 10, hier haben wir die 5, wie hoch würdest du sagen, ist deine Belastung heute? Also ganz aktuell jetzt? Ja, da würde ich eine 8 sagen. Okay, das ist natürlich ganz schön hoch. Ich glaube, es ist wichtig, für sich eine Strategie zu entwickeln, um gesund zu bleiben in dieser Tätigkeit. Und um einfach auch noch ein unbeschwertes, privates Leben zu haben. Also das ist jetzt einfach nur heute so.
Und sonst ist es eher hier so. Genau. Ne? Es gibt Kollegen und Kolleginnen, die haben einfach richtig gute Strategien. Die gehen aus dem Büro aus und die machen die Tür zu und dann gehen die in ein anderes, in einen anderen Lebensabschnitt oder in einen anderen Lebensbereich. Und es gibt Kollegen, die schaffen das aus irgendwelchen Gründen nicht. Oder sie schaffen es meistens, aber dann gibt es ein, zwei Tage und da gelingt es auf einmal einfach nicht. Weil einfach das Fass voll ist, weil man einfach zu viel, zu lange gearbeitet hat und eine Pause braucht. In der BAO Berg wurden auch Polizisten eingesetzt, egal ob jetzt Kriminalpolizei oder von der Streifenpolizei, die vorher mit dem Thema noch nie was zu tun hatten. Es wurde niemand gezwungen, in die BAO Berg zu kommen. Es waren immer freiwillige Entscheidungen, das ist ganz wichtig. Aber trotzdem sind die Kollegen mit einer gewissen Vorsicht zu uns gekommen. Und dann führt man einfach wirklich mal Gespräche. Hey, wie geht's dir? Wie fühlst du dich heute? Ist das okay, was du dir anschaust? Trotz des ganzen Stresses war es uns wichtig, dass wir uns immer zusammensetzen und über das reden, was wir gemacht haben, was wir für Sachen gesehen haben, dass man auch wirklich mal kurz zusammenkommt und sagt, wir kümmern uns jetzt umeinander. Also Tränen gab es bestimmt auch, aus verschiedenen Gründen. Vor allem, wenn man sehr viel arbeitet, dann wird man irgendwann einfach dünnhäutiger. Also ich glaube aber, dass mir irgendwann mal vor Freude die Tränen gekommen sind, weil das einfach so Momente, wo wir jemanden wieder identifiziert haben und dann diese Dynamik in der Gruppe, wie wir dann rübergelaufen sind und dann gesagt haben, wir haben ihn identifiziert. Und das ist dann einfach, da freut man sich einfach großartig, ja. Also Michael, die ganz außen, Herr Hartmann ganz vorne und ich gehe in die Mitte. Das Besondere an dieser BAO Berg ist, dass wir auch eine intensive Medienarbeit betrieben haben. Das ist, glaube ich, erstmalig so gewesen. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Es gab keine Fahnen. Dieses Tabuthema Kindesmissbrauch, das muss gesellschaftlich weiter aufgearbeitet werden. Es wird jetzt auch in der Medienwelt offener darüber gesprochen. Ich habe mit vielen Journalisten gesprochen, die gesagt haben, das können wir eigentlich nicht sagen oder zeigen oder aufschreiben. Und wir haben doch dazu ermuntert, vielleicht kleine Schritte doch in diese Richtung zu machen. Wir haben festgestellt, dass in Foren kinderpornografisches Bild- und Videomaterial getauscht wurde. Das sind aber nur ein Teil der Daten, die wir dann nutzen mussten, um in kriminalistischer Kleinarbeit die Daten aufzuarbeiten. Jetzt wird auch in Zeitungen oder auch in Fernsehinterviews das Thema, da werden Babys vergewaltigt, in Teilen auch ausgesprochen und dargestellt. Ich stelle da schon so einen Wandel fest. Wir geben den Kampf gegen Pädokriminelle nie auf, um die Kinder aus dem Leid herauszuholen. Ich werde auch schon von Leuten angesprochen auf das Thema. Das ist so und ich stelle auch da fest, habe da ein Beispiel vor Augen, eine Frau, die kenne ich schon seit Kindesbeinen, ist vielleicht, ich sag mal, 10, 15 Jahre älter wie ich. Die kam letztens mal wahrscheinlich beim Bäcker in der Schlange und kam auf mich zu und wollte mit mir reden und hat sich noch mal bedankt für die Arbeit, die wir hier machen. Und dann kam dann so zum Schluss der Halbsatz, ich weiß, wovon ihr redet. Also auch ein Opfer, was ich vorher noch nicht offenbart hatte. Nach so langer Zeit, jetzt im Alter von 60 bis 70 Jahren, spricht sie erstmalig aus, was ihr widerfahren ist als Kind. Und das sind so Dinge, da kommst du schon an Schlucken, wenn du das so mitbekommst. 3 Jahre und 3 Monate Haft entscheidet das Gericht. Ein 27 Jahre alter Soldat ist zu 10 Jahren Haft verurteilt und in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden. Die Urteile sind deutlich. Einmal 13,5 Jahre, einmal 14,5 Jahre Gefängnis. Kurz nach 14 Uhr betritt Jörg L. den Gerichtssaal. 12 Jahre Haft und die Anordnung der Sicherungsverwahrung. Es geht um 51 Taten, die meisten davon gegen seine Tochter. Die Verurteilung gehört dazu. Ich stelle fest, es gibt hohe Verurteilungen, vielfach mit anschließender Sicherungsverwahrung.
Das ist nicht in der Vergangenheit häufig vorgekommen. Ich glaube, da ist auch ein ganz anderer Umgang in der Richterschaft feststellbar oder dann auch in der Bewertung der Fälle, was dann zu diesen hohen Verurteilungen führt. Aber letztendlich freuen wir uns und ich mich persönlich darüber, wenn wir Kinder befreien konnten. Es war eine sehr arbeitsintensive Zeit, in der auch viele Dinge innerhalb der Polizei vorangetrieben worden sind, wo wir auch neue Standards entwickelt haben für die BAO Berg. Allerdings wird die BAO Berg vermutlich keine neuen schweren Missbrauchstaten mehr nachweisen können. Und wir werden abschließend in Ruhe noch alle Datenträger aus, das können wir Ihnen versprechen. Aber die großen Einsatzmaßnahmen, die einer Koordination bedürfen, die auch teilweise bundesweit dann hier gelaufen sind, die erwarte ich erstmal nicht mehr aus diesem Verfahren heraus.439 Tatverdächtige haben wir identifiziert. Wir haben insgesamt 65 Kinder aus aktiven Missbrauchssituationen herausholen können. Die Kinder waren von unter 1 Jahr bis 17 Jahre alt. Das jüngste Opfer war gerade mal 3 Monate und wurde von seinen Peinigern vergewaltigt. Wir haben mehr als 4.700 Datenträger sichergestellt. Wenn wir davon sprechen, dass die BAO Berg aufhört, dann hört ja nur die Struktur der BAO auf. Es hört ja nicht auf, sich mit den Inhalten zu befassen. Die werden natürlich nach wie vor weiter bearbeitet, weiter abgearbeitet und sollten sich da, Klopf auf Holz, nochmal anders Anhaltspunkte dafür ergeben, dass da wieder etwas Größeres hochbrodelt, dann ist auf Knopfdruck die BAO Berg auch wieder aktiviert. Also da sind wir schon vorbereitet. Nach der BAO Berg gehe ich wieder zurück in meine Stammdienststelle. Die Dienststelle, die in Köln letztes Jahr geschaffen wurde, nur um Kinderpornografie zu bearbeiten. Und werde dort quasi das Gleiche weiterhin machen. Weil ich für mich persönlich schon entschieden habe, dass ich jetzt nicht unbedingt die nächsten 20 Jahre in dem Deliktsbereich arbeiten muss. Es verändert einen und ich glaube auch, dass das mit einem was macht. Ich habe meine Sichtweise auf die Gesellschaft stark verändert. Ich muss da wirklich stark aufpassen, dass ich das nicht verallgemeinere auf die gesamte Männerwelt, sondern mir immer wieder dann auch sage, es ist ein Teil der Gesellschaft, der das macht, es sind nicht alle. Das finde ich allerdings auch schon schlimm genug. Mein dringendster persönlicher Wunsch ist, dass die Kinder, die wir befreien konnten, entsprechende Hilfestellung kriegen, damit sie ihre Traumata bearbeiten können und dann ein halbwegs normales Leben in Zukunft führen können und auch Freude am Leben haben.